Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um den Calliope Mini. Und zwar ist es hier ein Mikrocontroller-Board speziell für Schüler. Das wurde also entwickelt, um Schülern ab der 3., 4. Klasse mal so in Richtung Elektronik, Mikrocontroller, IT, also auch Programmieren, ja, das mal zu zeigen, wie das so geht. Dafür wurde das entworfen, das ist ein Open-Source-Projekt. Und ich habe jetzt hier mal diesen Calliope Mini gekauft bei Völkner in dem Fall. Kostet irgendwie 36 Euro und will mal kurz zeigen, was da so drin ist. Das erste, was hier drin ist, ist ein Batteriefach. Dann haben wir hier ein USB-Kabel. Dann haben wir Batterien selber, das finde ich auch sehr schön. Dann haben wir hier so ein Gummi, da kann man dieses Batteriefach an das Board befestigen. Dann haben wir das Board an sich, da komme ich gleich mal drauf zurück. Dann sind hier so ein paar Aufkleber drin, wo man dann zum Beispiel das bei irgendwelchen Projekten kann man da irgendwelche Aufkleber ranmachen. Sieht vielleicht ganz nett aus dann. Und wir haben hier zwei Begleithefte, wo nochmal so drin steht, wie das losgeht, was da so drin ist und ja, wie man startet letztendlich. Ist also sehr nett gemacht. Und ich möchte mal ganz kurz auf die technischen Details natürlich erstmal eingehen von dem Board. Und zwar, man sieht hier, es hat eine sehr schöne Form. Und es ist natürlich ein Mikrocontroller drauf. Und was ist da noch drauf? Ich gehe mal die Spezifikationen einfach mal kurz durch. Wir haben wir haben Bluetooth drauf. Es ist hier eine 5x5 LED-Matrix drauf. Wir haben eine RGB-LED. Wir haben einen Beschleunigungssensor drauf. Ein Gyroskop, ein Magnetometer. Das ist der Bosch BMX055 in dem Fall. Dann ist ein Mikrofon mit drauf. Wir haben einen Motortreiber und zwar von TI, also von Texas, den DRV8837. Das heißt, ich kann jetzt hier direkt auch einen Motor anschließen. Das ist, finde ich, sehr gut. Dann haben wir einen Piezo-Lautsprecher. Dann haben wir noch Tasten natürlich hier drauf, zwei Stück in dem Fall. Die von der Funktionsweise her gibt es eine serielle Schnittstelle. Wir haben PWM-Ausgabe. Und wir können Bananenstecker bzw. Krokodilklemmenanschlüsse können wir hier sozusagen hier außen anbringen. Wir haben vier analoge Eingänge. Und was haben wir hier noch? SPI und I²C-Bus. Dann haben wir natürlich einen USB-Port hier, um den nachher an den Rechner anzuschließen. Ja, und natürlich Anschluss für die Batterie. Und ja, mehr ist eigentlich erstmal nicht zu sagen. Also doch eine ganze Menge und für den Preis von 35 Euro finde ich das doch schon sehr gut, also muss man wirklich sagen, haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und hier sieht man nochmal Rückseite, Vorderseite. Und ich will mal kurz natürlich darauf eingehen, wie man jetzt startet und gehe mal so ein paar Webseiten hier durch und will natürlich zeigen, wenn man jetzt an den Rechner anschließt, wie man da eigentlich so ein kleines Programm schreibt. Für die, die jetzt, sag ich mal, normal in C programmieren, Achtung, keinen Schreck bekommen. Hier wird natürlich nicht in C programmiert, sondern es geht hier darum, so Bausteine zusammenzuschieben, die eine bestimmte Funktion haben. Das ist also eher wirklich eine rein grafische Programmierung, damit eben die Kinder da ein bisschen leichter rangeführt werden in so eine Thematik. Auf der Webseite hier von Calliope, dort findet man diverse Informationen und natürlich auch hier die Community, eigene Projekte, die dort vorgestellt werden. Und wenn man hier so ein bisschen weiter mal schaut, achso, die Webadresse ist calliope.cc. Dann ist natürlich die Frage, wie programmiert man das Ding jetzt? Und dort gibt es dann hier unter Los geht's einen Bereich Editor und ich habe den hier mal aufgerufen. Es gibt also mehrere Editoren mit oder Programmierumgebungen, wo man programmieren kann. Und hier sind also dreimal dargestellt. Es ist also so, dass man zum Programmieren für den Calliope auf jeden Fall einen Rechner braucht, der online ist. Aber ich denke mal, heutzutage ist es eigentlich kein Problem mehr. Das ist eigentlich zum einen Nachteil, vielleicht auch ein Vorteil. Vorteil ist auf jeden Fall, dass man sich nicht große Softwarepakete runterladen muss, wie zum Beispiel beim AVR Studio oder sowas. Also man macht das alles online irgendwie und ich habe jetzt hier mal unten den hier auf dem nächsten Tab den Open Roberta Lab Editor mal aufgerufen und wenn ich das starte, dann fragt er mich erstmal nach einer Hardware, also wähle dein System, in dem Fall ist es ein Calliope und jetzt hat man hier zwei Auswahlmöglichkeiten, Calliope 2017, 2016,
Da sieht man hier auch dieses Feld, wo man darauf achten muss, welchen Typ man hat. Also ich denke mal, heutzutage werden nur noch die 2017er verkauft. Ich will das mal hier auf dem Board mal auch nochmal zeigen. Also hier sieht man dann, hier ist sozusagen das Logo von denen. Das ist also hier der 2017er auf jeden Fall. Und dann kann ich im Prinzip loslegen. Ich habe dann also hier verschiedene Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu tun, Aktionen, also das Display anzusteuern, die Sensoren auszulesen und so weiter. Ich zeige mir ja nochmal so ein paar Demo-Programme oder ein Demo-Programm. Also man kann jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine Schleife hier, Start, und kann die hier herangehen und kann sagen, also wenn jetzt hier, soll er gleich beim Starten von mir aus hier so eine Anzeige ranbringen, Display, irgendwas, also von der LED-Matrix her gesehen, und so weiter. Es gibt noch andere Seiten, auf die ich mal kurz hinweisen will. Es gibt auch auf der GitHub-Seite Calliope Mini. Dort sind auch ein paar Projekte, glaube ich, drauf. Ich habe da noch nicht so sehr reingeguckt, aber dort sind alle Informationen drin. Es ist ja ein Open Source Hard- und Software-Projekt, sodass man dort sich alles runterladen kann, wenn man da mal reinschauen will. Hier zum Beispiel auch Calliope Robot, Simple Robot with Two Motors. Jetzt ein Remote Control by another Calliope Mini, also ferngesteuert durch einen anderen und so weiter. Also sind etliche Projekte drauf. Dann haben wir natürlich auf Hexta.io nochmal Calliope Mini, so ein paar auch Projekte, die hier hochgeladen worden sind. Und natürlich hat man hier so ein Forum, wo man natürlich auch mal reingucken kann, was da für Probleme eventuell sind, und vielleicht findet man dann Hilfe dabei. Hier ist nochmal auf Calliope, auf der GitHub-Seite Calliope Mini GitHub.io Version 10, also V10, ist nochmal die Dokumentation. Da hatte ich auch vorhin die Spezifikationen her, was hier alles drauf ist auf dem Ding, Softwarequellen und so weiter. Und auch nochmal ganz wichtig, natürlich die PIN-Belegung. Das gibt es oft die Frage, wie ist da die PIN-Belegung hier und so weiter. Hier steht es also nochmal, hier kann man Motoren anschließen, hier in der Mitte. Hier ist nochmal eine Erweiterungsmöglichkeit. Da kann man also einen Pin-Header ran löten, meinetwegen, und hat hier noch verschiedene, ja, Pins zur Verfügung, natürlich Ground auf die Spannungsversorgung, sodass man denn dort eventuell Erweiterungsboards anschließen kann. Beziehungsweise wenn man jetzt zum Beispiel noch einen Taster braucht oder so, dann kann man da eben sowas anschließen, oder wenn man noch mehr Leuchtdioden braucht. Wie auch immer, dann kann man also hier rangehen an diese 26-polige Stiftleiste. Als nächstes werde ich mal kurz den Calliope einfach einschalten, so wie er ja ausgeliefert wurde, und dazu schwenke ich mal wieder um. Auf dem Calliope ist ein Demo-Programm drauf, sodass man diesen jetzt hier gleich erstmal hier mit dieser Batteriegeschichte anschließen kann. Das heißt, hier legt man einfach die Batterien rein auf beiden Seiten und dann schließt man das an, und zwar hier an diese Buchse hier. Wichtig dabei ist, dass hier diese Nase, die hier zu sehen ist, nach oben zeigt, also in dieser Richtung. Und dann gibt es hier noch einen Schalter, schaltet man ein, und dann läuft ein oder startet ein Demo-Programm. Als erstes kommt hier eine Meldung Hallo. Also hier zeigt er an Hallo. Und was da jetzt drauf ist, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das steht hier in diesem Begleitheft drin. Da sind also vier kleinere Spiele sozusagen drauf. Die kann man ausprobieren, sodass man erstmal so ein bisschen in die Funktionsweise hier von dem Board, ja, sich ein Bild machen kann. Als nächstes werde ich jetzt allerdings mal zu dem Open Roberta Lab Editor wieder umschwenken, um zu zeigen, wie man das Ding jetzt hier programmiert. Dazu muss der ausgeschaltet werden hier, abgezogen werden, und dann wird der USB-Stecker hier genommen, oder das USB-Kabel da, und dann wird das an den PC angeschlossen. Man kann also hier auch ein normales Kabel nehmen, meinetwegen vom Smartphone. Das ist also Micro-USB-Stecker hier. Und auf der anderen Seite geht es an den PC.
Als Betriebssystem habe ich jetzt hier Windows 10 und wenn man den Calliope an den PC anschließt, dann wird er automatisch installiert. Es ist also keine Treiberinstallation notwendig. Ich befinde mich jetzt auf der Seite labopenroberta.org und wenn man die aufruft, dann kommt erstmal die Frage nach dem System. Wir haben hier einen Calliope und wir haben die Version 2017 und man kommt hier dann in dieses Konfigurationsmenü bzw. in diesen Modus, wo man dann wirklich hier die verschiedenen Blöcke zusammenschieben kann zu einem Programm. Ich möchte zunächst ein ganz einfaches Programm mal schreiben und zwar ist ja auf dem Calliope so eine RGB-Leuchtdiode drauf und da möchte ich alle Farben mal oder beziehungsweise vier Farben einfach mal hintereinander aufleuchten lassen mit einer Pause zwischendurch und jedes Programm braucht Kontrollstrukturen zunächst. Das heißt, ich gehe hier in Kontrolle rein und rufe hier die Unendlich-Schleife auf, also wiederhole unendlich oft. Und die kann ich zunächst an diesen Startblock anschließen. Als nächstes brauche ich natürlich die Leuchtdiode und das ist ein Aktor letztendlich. Und den findet man hier unter Aktion Schalte LED an Farbe. Also Schalte LED an und dann die Farbe natürlich. Das brauche ich, sage ich mal, drei oder vier Mal machen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob man die hier kopieren kann. Ja, doch, kann man kopieren. Okay, rechte Maustaste. Und ich kann jetzt hier die Farbe auswählen. Rot, meinetwegen, dann also blau, rot. Hier mache ich mal gelb. Und hier meinetwegen grün. Und noch eine Kopie meinetwegen dann weiß. Huch, das war falsch. Weiß. Und diese Farben möchte ich hintereinander durchlaufen lassen. Aber mit Zeitabständen dazwischen. Oh, jetzt bin ich hier zu dicht gekommen. Das heißt, ich brauche wieder eine Kontrolle, nämlich ich muss warten. Und da findet man hier unten dann Warte 500 Millisekunden. Das werde ich auch erstmal nochmal kopieren, mehrmals. Eins, zwei. So, jetzt habe ich vier, einen brauche ich noch. Und ich kann das jetzt im Prinzip zusammenschieben. Insofern, dass ich hier sage erst blau, dann warte ich 500 Millisekunden, dann rot, dann warte ich nochmal 500 Millisekunden und so weiter. Schieb das hier so zusammen. Hier auch nochmal und nach der weißen auch. Und jetzt kann ich diesen gesamten Block hier in diese Unendlichschleife schieben. So, sodass er von oben hier die Farben durchgeht. Und das macht er die ganze Zeit hier einmal ringsherum. Das Programm ist ja so ziemlich einfach und ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Deswegen gibt es hier eine Simulation. Da geht man hier rechts auf Sim und erhält dann hier dieses Bild mit dem Calliope. Und ich kann jetzt einfach hier mal den Pfeil hier auf den Pfeil gehen und starten und beobachte hier die RGB-LED und man sieht, die wechselt nun ihre Farbe. Und so sollte es nachher auch auf dem Board ausschauen. Um jetzt das Programm auf den Calliope zu laden, wird zunächst die Simulation hier geschlossen und dann geht man hier rechts unten auf den Pfeil und dort steht Starte auf den Calliope 2017. Also ich klicke das hier an, dann kommt ein Fenster und dann muss man hier auf diesen Nepoproc-Link klicken und dann kommt Datei speichern und wo man es hinspeichern muss, ist, ich hoffe, dass man es das hier sieht. Auf der linken Seite hier ist dieser Mini und das ist der Calliope. Dort speichere ich das hin. Ich mache Speichern. Dann lädt er das praktisch hoch. Man sieht es daran, dass dort eine gelbe Leuchtdiode flackert. Und wenn das ausgeführt wurde, dann startet der Calliope hier und man sieht es leider etwas schlecht vielleicht, aber er hat jetzt genau das Programm hochgeladen. Und ja, somit funktioniert hier auch dieser Upload auf den Calliope. Man kann ja mit dem Calliope auch ein paar Töne erzeugen. Da ist ja so ein Beeper drauf. Und ich habe hier mal ein kleines Stück aufgeschrieben. Und zwar sieht das schon etwas komplizierter aus, wobei es eigentlich gar nicht kompliziert ist. Im Startbereich habe ich jetzt eine Variable bereits gesetzt, auf 0 in dem Fall. Und ich habe keine Unendlichschleife mehr, sondern hier wiederhole zweimal diese Töne, wie man hier sieht. Und die Variable ist im Moment auf 0.
Und er soll zweimal wiederholen. Also er geht als erstes hier die ganzen Töne durch und dann hier unten zu einer Abfrage zu gelangen, ist das Element auf 0 oder nicht. Und wenn es auf 0 ist, also beim ersten Durchlauf geht er eben diese Töne durch, dann geht er hier runter und setzt die Variable auf 1. Dann ist er immer noch in der Hauptschleife, wo er zweimal durchlaufen soll. Er geht also nochmal hier oben alle durch und dann führt er aber nicht diesen ersten Block hier aus, sondern den zweiten Block, und dann ist das Programm sozusagen beendet. Wie sich das anhört, möchte ich mal kurz in der Simulation zeigen. Und dazu starte ich hier die Simulation. Und der Hinweis dazu, das Stück ist bekannt, und vielleicht kann jemand mal in den Kommentaren reinschreiben, was es für ein Stück ist, der Komponist dazu und auch für welches Instrument das Stück komponiert wurde. Ich starte mal hier. Also die Simulation funktioniert. Wie sich das jetzt auf dem Calliope selbst anhört, dazu muss ich das Programm natürlich hochladen, und das möchte ich auch noch mal kurz zeigen. Dazu muss ich hier wieder auf den Pfeil gehen. Es hört sich ziemlich quäkig an, muss man dazu sagen. Der Piezo-Pieper ist natürlich jetzt nicht optimal, um sich das gut anzuhören. Ich speichere das wieder und dann kann man mal kurz reinhorchen. Ihr müsst es gleich starten. Im Moment blinkt noch diese gelbe LED. Ja, so ganz stimmen die Töne nicht, wie man vielleicht gesehen hat. Aber es sollte erstmal nicht stören. Also man kann so einigermaßen Töne erzeugen. Dieses Video sollte nur mal einen kurzen Überblick geben über die Handhabung hier des Calliope Mini. Ich habe die beiden Programme, dieses RGB und auch hier dieses Stück, auf meiner GitHub-Seite hochgeladen. Unten in der Beschreibung ist dort der Link. Ich habe auch in der Beschreibung nochmal die Links zu den ganzen Seiten, die ich hier mal kurz gezeigt habe, reingesetzt, sodass man sich dort auch nochmal erkundigen kann und danach schauen kann, was da so steht. Ja, das war's mal wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.